Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Rezept für den Ramadan. Und zwar, wir in Tunesien machen gerne Shurba, das ist dann unsere Vorspeise. Also auf jeden Fall die erste Speise, die wir dann trinken. Also normalerweise, wenn man fastet, bricht man das Fasten mit einer Dattel oder mit mehreren Datteln und Milch. Dann geht es weiter mit der Shurba. Shurba ist eine Suppe, so eine... Ja, Hühnersuppe würde ich mal sagen. Ich werde euch erstmal die Rezeptzutaten zeigen. Wir brauchen klein gehackte Zwiebeln, Koriander, Petersilie und Sellerie. Dann brauchen wir noch Kichererbsen. An Gewürzen brauchen wir schwarzen Pfeffer, ein bisschen Salz. Ich habe jetzt keine genauen Mengenangaben, weil ich es immer so nach Gefühl mache. Ich nehme einfach ja, ein bisschen halt. Müsst ihr dann mal nach Gefühl einfach probieren. Ein bisschen Salz, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Dann habe ich rote Paprikapulver. Das ist... Ich glaube, Peperoni-Pulver, das ist gar keine Paprika. Das ist sehr, sehr scharf in Tunesien. Nehmt einfach das, was ihr mögt. Wenn ihr es scharf mögt, macht es scharf. Ansonsten könnt ihr ganz normal süßen Paprikapulver nehmen. Dann habe ich noch Kurkuma, ganz wenig. Und Tabel heißt es auf Arabisch. Ich müsste mal googeln, ob es hier in Deutschland gibt. Wahrscheinlich bei arabischen Geschäften. Ich bringe es immer aus Tunesien mit. Aber es gibt es bestimmt auch hier in Deutschland. Ich werde euch das dann nochmal unten aufschreiben, wie es dann... was ist genau? Nutzen wir Weizenschrot. Das bekomme ich auch von meiner Schwiegermutter aus Tunesien. Leider haben wir dieses Jahr keins mehr da. Ich habe schlecht geplant und habe auch nichts mitgebracht aus Tunesien. Wir waren ja erst vor kurzem. Dann benutze ich einfach so kleine Suppennudeln. Sieht aus wie Suppennudeln. Ich weiß nicht genau, wie die haben. Ihr seht es ja, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt normale Nudeln nehmen. Ihr könnt, keine Ahnung, das, was, auf was ihr gerade Lust habt. Ich mache da noch ein bisschen Tomatenmark rein. Wer möchte, kann Harissa reinmachen. Schmeckt uns noch mal besser und es hat natürlich extra scharf. Ich benutze dann Olivenöl zum Anbraten. Zuerst zwiebel ich die Braten an. Also zuerst brate ich die Zwiebel an. Ja genau, und wir brauchen noch Hähnchen. Ich habe jetzt hier einen Suppenhuhn. Wir braten die Zwiebeln an. Dann gebe ich die Hähnchen dazu. Dann Knoblauch noch dazu. Das brate ich an. Nicht zu lange, weil wenn ihr Knoblauch zu lange anbratet, dann wird es bitter. Deswegen nicht so lange. Die Gewürze brate ich auch nicht direkt mit an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dann auch bitter wird, das Essen. So, also Hähnchen, die Zwiebeln, dann gebe ich noch ein bisschen Knoblauch dazu, schön ein bisschen anbraten. Dann kommt das Wasser dazu, ein bisschen Tomatenmark. Ich habe extra nicht viel Tomatenmark gegeben, weil die Suppe soll nicht extrem rot sein. Und ja, dann verrühre ich das, gebe dann auch die Gewürze schon dazu und lasse das dann so vor sich hinköcheln. Ja, die Zeit, ich gucke jetzt nie auf die Zeit, ich würde mal schätzen, eine Dreiviertelstunde lasse ich das schon köcheln mit den Kichererbsen. Und wenn dann die Kichererbsen roh sind, ja, wenn die gar sind, wenn die Kichererbsen dann gar sind und das Fleisch so einigermaßen, gebe ich dann ganz zum Schluss die anderen Sachen dazu, und zwar die Petersilie, Koriander. Die Selleriestange lasse ich auf jeden Fall ganz, weil mein Mann die nicht so gerne isst, wenn die da klein geschnitten ist. Aber ihr könnt die auch klein geschnitten mit dazugeben und könnt die auch gerne essen. Das ist auch lecker und ist auch gesund. Die Selleriestange mache ich dann einfach nur rein. Lasst es zum Schluss kochen und bevor es serviert wird, hole ich die Sellerie raus. Ihr solltet darauf achten, dass ihr immer wieder Wasser dazu gibt, weil das doch ein bisschen verdunstet jedes Mal und dann weniger Wasser wird, dann ist es zu wenig Wasser. Die Suppe sollte ja etwas wässrig sein, deswegen immer wieder Wasser dazugeben. Wenn ich dann die Petersilie und das Koriander dazugebe und die Selleriestangen, gebe ich auch dazu diese Nudeln, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Suppennudeln, würde ich einfach mal sagen. Dann gebe ich die Suppennudeln noch dazu, lasse es etwas kochen. Wenn das dann fertig ist, einfach zumachen und fertig ist eure Suppe. Das war unsere tunesische Shurba. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe, wie immer, und bis bald. Tschüss!